Und weiter geht die Reise durch die Vergangenheit vorbei an der Museumszimmerei und schon sind wir an der Baugruppe Niederrhein angelangt. Ein Highlight ist die Kappenwindmühle, die man selbstverständlich auch von innen besichtigen kann. Thank you.
vorbei an schönen Heideflächen und einem herrlichen Fischteich gelangen wir an die Baugruppe Bergisches Land. Das ehemalige Haus der Familie Mannesmann aus Remscheid hebt sich unter den vielen Häusern besonders hervor. Diese etwa 300 Jahre alte Bockwindmühle stand ursprünglich in Spiel in der Nähe von Düren und gehört auch noch zur Baugruppe Niederrhein. Bunte Bänder schweben zwischen hohen Rieben und von dem Hut aus Stroh. Geige spielt und Flöte bei der Abendröte und dem Mond ist Glanz. Junge Winzerinnen winken und beginnen frohen Erntetanz. Vielen Dank für euren Besuch, sagt wie immer Wefirl. Über einen netten Kommentar würde ich mich sehr freuen. Tschüss!